Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Pathway. Ganz genau, was Neues hier. Und zwar, das Coole an dem Spiel ist, warum ich das jetzt hier euch zeige, ist, das ist ein Strategie-RPG. Ja, habe ich so noch nicht gespielt. Und zwar hat das hier rundenbasierende Elemente und coole Feuergefechte und so. Und ist ein Mischmasch aus Indiana Jones, weil die bösen Nazis oder wer auch immer, ich glaube es sind Nazis, greifen sich die coolen Artefakte und wir wollen das verhindern und die stattdessen nehmen, ja? Die Musik ist doch schon so ähnlich. Wie auch immer, los geht's. Neues Abenteuer. Da-da. Ein Freund in Not. Kurzbeschreibung. Casablanca, Marokko. Ihr erhaltet einen verzweifelten Hilferuf. Euer alter Freund Morten wurde von den Nazis entführt, also Nazis, und in die marokkanische Wüste verschleppt. Kurz entschlossen reist ihr nach Nordafrika, um Morten zu finden, bevor ihn die Deutschen hinrichten. Die bösen Deutschen. Gegner steigen alles normal. Auswählen. Und jetzt können wir unser Team zusammenstellen. Oh, wir können auch noch mehr freischalten und so. Reisegruppe, 2 Stück. Genau, haben wir hier. Kann ich auch einen selber stellen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jackson Sheffield, amerikanischer Globetrotter. Guck mal hier, der hätten. Ist das ein STG? Ich glaube, der wahrscheinlich. Das soll eine AK sein. Aber es kann ja nicht sein. Alles wahrscheinlich irgendwas für Waffen. Ich habe keine Ahnung. Altes Adler und Stahlknecht. Doch, tatsächlich. Okay, pass auf. Das hier ist wahrscheinlich Prinz Omar Abu al-Yarobi. Ein Prinz natürlich. Baron von B. Deutscher Hochstapler. Oh, der Baron. Und was ist das hier? Hagel und Granaten? Alte Morley Burke und Break Action. Eine Schrotflinte. Aber man kann die auch neu ausstatten. Ich würde sagen, wir nehmen... Wir nehmen Jackson Sheffield. Ups, Entschuldigung. Fähige Heilerin. Flexibler Talentbaum. Wir brauchen eine Heilerin. Nehmen wir sie mit. Für ein neues Abenteuer bin ich immer zu haben. Natürlich. Los geht's. Jetzt muss die Karte kommen mit dem roten Pfeilen. Kofferraum. Achso, jetzt sind wir bei... Aber da haben wir nichts. Da, 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 da. Wir haben nichts zum Reintun. Also wir können nichts, also wir können wohl Sachen aus den Missionen behalten und dann... Okay, jetzt habe ich es verstanden, weil ich dachte, hä, ist das... Ich dachte, das wäre so ein bisschen Open World. Also so eine Karte, wo man aus, wo man hin will. Da, ich wusste es! Ich wusste es! Indiana Jones. Jeder Charakter verfügt über individuelle Fähigkeiten. Jo, das haben wir gesehen. Ihr rastet in einem Provinznest. This is the last outpost of civilization. Beyond this point is nothing but merciless desert. Morten is out there, somewhere. Alter, Abenteuerstadt. Doch, guck mal hier, Alter. Okay, wir sollen jetzt hier nur Morten finden. Oh, cool, wie das aussieht, oder? Guck mal hier. So was auf so was steht. Ihr prüft kurz, ob eure Ausrüstung sicher festgezurrt ist. Dann werft ihr den Motor an. Die Reise geht los. Okay. Irgendwo in Marokko. Ein unbekannter Ort. Cool, guck mal. Wir haben abgefahren mit dem Auto. Nicht weit von euch entfernt seht ihr einige Geier am Himmel kreisen. In der Wüste kann das alles Mögliche bedeuten. Also beschließt ihr, der Sache auf den Grund zu gehen. Ihr erklimmt einen Dünenkamm. Von hier aus habt ihr eine gute Sicht. Ihr seid auf der sterblichen... Ihr seid auf sterbliche Überreste eines deutschen Soldaten gestoßen. Oh nein, Hans heißt er bestimmt. Untersucht das, was die Geier übrig gelassen haben. Der Mann ist seit längerem tot, vermutlich verdurstet. Am Gürtel trägt er eine lederne Kuriertasche. Als ihr sie öffnet, segelt eine gefaltete Landkarte in den heißen Wüstensand. Ihr schaut euch die Karte an. Unweit von eurer Position hat jemand ein Kreuz eingetragen. Zur Markierung fahren? Also, ihr verscharrt den Mann, um nicht weiter den Geier zu überlassen und wägt dann euer weiteres Vorgehen ab. Weiterreisen? Markierung, würde ich sagen. Warum sind da Würfel? Oh, hier. Oh, Nazi-Kisten. Guck mal, hier sind natürlich keine Hakenkreuze drauf. Verborgen zwischen eigenen Palmen findet ihr eine Wehrmachtskiste. Als ihr sie erbrecht.
Wisst ihr nicht zurecht, was ihr von eurem Freund halten sollt. Hunderte kleiner weißer Tabletten, säuberlich ausgepackt, abgepackt in handliche Pappkartons, ohne Aufdruck. Anscheinend seid ihr auf ein etwas wie eine Wehrmachtsapotheke gestoßen, doch von einer Gebrauchsanweisung oder etwas Vergleichbarem, das Aufschluss über ihren seltsamen Inhalt geben könnte, fehlt jede Spur. Tabletten probieren. Wer soll es probieren? Natalia, die ist die Ärztin. Wenige Minuten später krümmt sich Natalia zusammen und stöhnt gequält auf. Kalter Schweiß steht ihr auf der Stirn. Ihre Hände zittern. Natalia, das war eine ziemliche dämliche Idee. Natalia, aktuelle Gesundheit minus 8. Scheiße. Ja, aber warum sollen die Kisten da sonst liegen? Was? Meine Güte. Ich muss mal kurz... ich habe einen kleinen Tick die Musik leiser machen. Ich habe die extra lauter gemacht, aber... So, okay. Ein unbekannter Ort. Ihr habt diesen Ort noch nicht besucht. Was ist das hier? Hä? Da bin ich doch. Wir fahren mal dahin. Kleine Natalia, tut mir leid. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Alter, was ist das denn? Ein, oh, scheiße, das sind Nazis! Ein parkender Wehrmachts-Jeep auf einem Dünenkamm lässt euch misstrauisch innehalten. Vorsichtig schleicht ihr euch näher. Als ihr über den Kamm blickt, entdeckt ihr einen Trupp deutscher Soldaten, der sich hinter dem Kommando eines Offiziers einer Pyramide zu schaffen macht, deren Spitze einen Meter hoch aus dem Wüstensand herausragt. Die Pyramide ist gleißend schwarz. Sie wirkt, als bestünde sie aus massiven Obsidian. Doch haben euch die Soldaten nicht bemerkt. Überfall aus dem Nichts. Komm, wir greifen mal an. Abwarten und beobachten. Wir können noch überfallen, ohne dass wir uns sehen. Ich weiß halt nicht, ich habe noch nicht gekämpft. Komm, wir warten mal ab. Nach einiger Zeit hört ihr laute Rufe. Der Offizier stößt seinen Soldaten aufregend zur Seite und vollzieht seltsame Gesten in der Luft. Augenblick zu spät öffnet sich der Durchgang in der schwarzen Pyramidenwand. Der Trupp verschwindet im Gänsemarsch im Inneren des Bauwerks. Hinterher schleichen. Oh, guck mal. Ist die Bundeslade? Wahrscheinlich. Es ist doch sowas von Indiana Jones. Ihr folgt dem Trupp vorsichtig bis zu einer kleinen Kammer, die wie eine alte Gultstätte wirkt. Die Soldaten versammeln sich auf Geheiß ihres Offiziers um einen mächtigen Sarkophag, der in der Raummitte steht. Dann hieven sie mit vereinten Kräften die Steinplatte, die ihn verschließt, hoch. Ich wusste es. Es wird... Nein! Alle tot. Cool, jetzt können wir die looten. Ein gespenstisches Licht scheint aus dem Sarkophag auf. Die deutschen Soldaten bäumen sich schmerzerfüllt auf und versuchen laut schreiend ihre Gesichter zu verdecken. Augenblicke später herrscht Stille. Die Leichen der Deutschen liegen verstreut um den geöffneten Sarkophag herum. Den Inhalt des Sarkophags untersuchen. Vorsichtig, nähert ihr euch, ich werde sterben. Dem Sarkophag. Bevor ihr etwas könnt, beugt sich Natalia schon über seinen Steinrand. Ein gleißes Licht erfüllt den Raum und sie hört Natalias verzweifelnde Schreie. Scheiße. Sie rennt weg. Blitzschnell reißt ihr sie vom Sarkophag weg. Verzweifelt hält Natalia die Augen. Geheimnisvolles Licht schmerzhaft eingebrannt hat. Das ist schon eine Warnung. Ich sollte aufhören. Geblendet! Ich sollte aufhören, irgendwelche Sachen zu... Oh Mann. Aber wir haben XP bekommen. So, was haben wir denn hier? Ein unbekannter Ort. Guck mal, wie die laufen auch zum Jeep. Ihr seht ihr, guck, da steigen sie aus. Geil. Ihr erreicht die Ausläufer einer kleinen Siedlung. Als ihr am Dorfzentrum ankommt, erwartet euch eine Überraschung. Ein nagelneuer Jeep. Neben dem Fahrzeug steht ein Mann und schaut übellaunig. Okay. Zorniger Mann. Für diesen wertlosen Schrott habe ich ein Dutzend Kamele weggegeben. Schande über mein Haupt. Irgendwas scheint mit dem Jeep nicht zu stimmen. Möglicherweise ist das eine Gelegenheit für euch Benzin kaufen. Ihr werdet bald handelseinig. Der Mann verkauft euch eine genutzte Benzin vor Ort zu einem vernünftigen Preis. Auch Benzin gibt es ja auch. Ich weiß ja nicht, wie viel ich da mitnehmen soll. Komm, wir nehmen mal den Druckverband mit. Das war's, das reicht erstmal. Okay, dann haben wir hier noch einen Ort, da einen Ort und hier ist, oh, hier können wir übernachten. Oh, da können wir noch nicht hin. Wir fahren jetzt mal hier. Wir können da immer, ich weiß nicht.
Wie viel Benzin habe ich denn? 7. Bereits von Weitem hört ihr, wie Befehle durch die Stille hallen. Ihr schleicht vorsichtig näher und entdeckt eine große Abteilung Soldaten, die dabei sind, einen Tempel abzusuchen. Das schon wieder. Komm, ich will mal angreifen. Das ist auch Hund. Blondies. Atlantic Ocean, Marokko. Planning-Phase, okay. Die sind da. 1, 2, 3, 4. Keine Hunde, das ist gut. Spielerzug. Vielleicht sehen sie mich noch nicht. Natalia ist immer noch beschädigt. Hätte ich sie auch irgendwie heilen können? Probier mal. Aha, sehr schön. Ich warte mal, ob die vielleicht rankommen. Aber die habe ich noch nicht gesehen. Oh, da kommt Blondie. Blondie sucht mich natürlich. Das ist nicht gut. Oh Mist, doch, die kommen. Oh, Scheiße. So cool. Rundenbasierend in der Grafik habe ich noch nie gespielt. Oh, Scheiße, 20. Treffen natürlich gut. Evade, sehr schön. Und hat einer natürlich eine Panzermaske. Und eine Schrotflinte. Player Turn. So, folgendes. Guck mal, wir können ja auch Schnellfeuer. Geil. Was ist denn? Sprinten? Oh, sehr schön. Nina mit dem bösen Deutschen. Am besten schon mal nachladen. Los geht's. Guck mal, ist fast tot. Und die beiden auch. Jetzt kommt Blondie natürlich. 12, okay. Ich würde gerne wissen, wie viel ich von denen looten kann. Wenn ich das überhaupt überlebe. Ich glaube, ich muss mit ihr mich zurückziehen. Schießt in die Flanke. Das ist natürlich scheiße. Der läuft an mir vorbei. Okay. Oh, scheiße. Jetzt bin ich dran. Nein, das arme Hundilein. Oh. Es tut mir leid, Hundi. Ah, nee, nicht abtauchen. Oh, nein. Ich glaube, das überlebe ich aber jetzt nicht. Wir haben so viel Scheiße schon gebaut die ganze Zeit. Nein! Oh, guck mal, sie ist K.O. Oh, Mist, guck mal, die beiden sind so low. Oh, jetzt bin ich fast tot. Ich kann mich nicht heilen. Ich brauche, such mal was. Ah, schade, das war's, glaube ich. Oh, so schnell geht das. Oh Mann, ist das ein hartes Game. Defeat, das war's, ne? Zurück zur Karte, bin ich jetzt tot? Ein neues Ende, ein neuer Neubeginn. Ihr habt euer Bestes gegeben, doch letztlich hat der Feind gesiegt. Jemand anderes wird sich nun um Mortens Schicksal kümmern müssen. Weiter. So, jetzt gehen wir zurück zum Hauptmenü. Jetzt würde ich gerne wissen, ob unsere Charaktere tot sind. Weil wenn die das sind, dann fangen wir einfach neu an. Statt ein neues Abenteuer. Die sind echt... Die sind in... Ach, guck mal. Cool, pass auf. Wir machen einfach nochmal neu. Ey. Neues Profil. Aldi. Aldi. So. Jetzt sind wir ein bisschen wärmer. Also legen wir los. Meldeteils im Handbuch. Nein, brauche ich nicht. Ich würde sagen, ich nehme nochmal beide, weil sie ist ja Heilerin. Da ist nichts drin, weil wir fangen ja neu an. Sehr schön. Ihr Rasse, bla bla, das kennen wir schon alles. So. Oh, guck mal, hier, nee, sag an, die Karte ist immer wieder anders. Nee, ist sie nicht. Okay, los geht's. Verborgen zwischen einigen Wanderdünen entdeckt ihr einen unterirdischen Tempel ein, der in den Wind... Mann, es wird doch schon wieder irgendwas Böses passieren.
Vorsichtig steigt in den Steinhaufen hinab. Der Tempel besteht aus einem einzigen Raum, der von einem ehrfurchtgebietenden Altar dominiert wird. Weiter. Lootboxen? Petroleum. Sehr schön. Klamotten, das ist gut. Okay, was haben wir hier? Es wäre so geil, wie die mal rumlaufen. Ah, das mit dem Jeep, ne? Ah ja, Benzin kaufen. Man trägt mal zwei. Schmerzmittel nehmen wir mit. Guck mal, altes Stilett. Und noch so ein Mantel. Ne, wir lassen das mal. Hat auch ein bisschen was von FTL. Wasser denn leid. Ein einsamer Tempel. Im Sand von dem einsamen Wüstentempel seht ihr zahlreiche Reifenspuren. Also betretet ihr in aller Vorsicht und mit gezückten Waffen. Die Deutschen waren wahrscheinlich schon hier. Die bösen Deutschen. Oh, scheiße. Eure Umsicht macht sich bezahlt. In einer Tempelkammer überrumpelt ihr einen einsamen Wachsoldaten. Der Mann ist schnell entwaffnet. Soldat befragen. Den Mann einschüchtern. Habe ich ja wahrscheinlich keinen. Charakterperk. Ihr befragt den Soldaten nach seinem Auftrag, doch der Mann ist nicht sonderlich beeindruckt. Lasst euch nur Zeit. Über kurz oder lang bekommen meine Kameraden zurück. Kommt meine Kameraden und dann können wir uns gemeinsam unterhalten. Tempelkammer durchsuchen. Ihr fesselt und knebelt den Soldaten und durchsucht dann die Tempelkammer. Doch die Soldaten vor euch haben ganze Arbeit geleistet und ihr findet nichts. Gerade als ihr gehen wollt, hört ihr Motorgeräusche. Die Deutschen kehren zurück. Scheiße, er hat recht. Schnell sucht ihr Deckung, um ihn aufzulauern. Scheiße, Arschloch. Okay, so, jetzt aber. Eins, zwei. Das sind nur zwei, das wäre natürlich... Ne, vier Stück wahrscheinlich. Wir können mich... Ich kann mich hier oben platzieren. Einer hier. Einer da. Wir müssen uns auf irgendeiner Seite konzentrieren. Kann ich auch... machen, abtauchen. Oh, scheiße! Ich wollte mit beiden abtauchen. Oh, es sind vier Stück, auf jeden Fall. Jetzt kriegen wir Flankenschuss, toll. Evade, das ist gut. Ich versuche hier ins... Boah, jetzt haben sie mir natürlich eine Falle gestellt. Aha. Aua. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Mit ihr halt verkackt. Haha! Cool. Guck mal, wie der liegt. Kann ich noch gehen? Soll ich dahin gehen? Oder... Ich gehe dahin. Cool, wie der drüber gesprungen ist, oder? Ah, hat der Rüstung getroffen? Ah, scheiße. Jetzt müssen wir uns nach links kämpfen. Wo will der denn hin? Hat jemand Verband für mich? Scheiße, wir haben gar keinen... Doch, haben wir. Ach, das war er schon. Wie viel Schuss haben wir noch drin? Eins von drei, wir landen nach. Ist der oben drauf? Ist der... Ne, ist er nicht. Der haut ab. Oh, das war gut. Nein, nein, nein. Abtauchen. Ach, das kannst du, kann sie gar nicht. Das hat sie sich selbst gehalten. Ich trottel. Kann ich sowas wie auflauern? Okay, müssen wir jetzt vorrücken. Okay, das ist da oben der. Kann ich da hinschießen? Nee, geht ja gar nicht. Ist immer einmal gehen, einmal schießen. Weil er sieht mich, also sehen mich die anderen wahrscheinlich. Okay. Ich habe sie mich eben nicht mehr gesehen. Aha. Scheiße. Ist schon... Mann, da war ich doch eben die ganze Zeit. Okay.
Das geht tatsächlich von da oben. Sehr schön, genau so. Fräulein. Hör mal, wo ist er jetzt hier hingelaufen? Ach, er geht doch wieder. Okay, das ist gut. Genau, hau bloß ab. Der sieht mich nicht mehr. Wie viele Erste-Hilfe-Packs hat sie denn? Schmerzmittel hat sie, ne? Ah, okay, das verbraucht sie also, okay. Jetzt geht bestimmt der Schrotflintentyp wieder da hoch. Oh, Arsch! Ich muss das... Okay, pass auf, ich muss ein bisschen hier... Mal, pass auf, steht da eine Chance, wie gut wir treffen? 70%. Ist nie genug. Nie genug bei rundenbasierten Spielen. Kommt gleich der Schrotflinten-Beppo bestimmt. Pistole macht sie bestimmt nicht so viel. Geht auch gar nicht. Da müssen wir nochmal hier warten. Trifft er von da wahrscheinlich gar nicht. Kommt hochgelaufen. Muss jetzt schießen. Tötet mich ja wahrscheinlich nicht. Aber jetzt können wir ihn abknallen. Und der Schrotflinten-Typ trifft nicht. Ha, siehste. Aber der wird gefährlich werden. Auf jeden Fall viel zu viel Schaden hier gefressen die ganze Zeit. So. Du... Gehst mal nach. Ah, wir können ihn jetzt einfach drin. Ja, ja, tot. Ja, wir haben Rüstung tatsächlich. Er muss jetzt hier hinkommen. Oh Mann, einer von uns geht jetzt down. Nein, er hat alle seine Punkte verbraucht. Das ist super. Zweimal aus der Hüfte. Genau so, Fräulein. Sehr schön. Cool. Mann, cooles Spiel. Gefällt mir gut. Kritische Treffer. Alle Waffen nachladen. Aber was haben wir jetzt für ein Loot? Ich meine, das war ein Soldat mit Waffen. Nichts? Doch, ich wollte gerade sagen. Ah. Typische deutsche Offizierschuhe. Kennt man ja. Schwarze, böse Lederschuhe. Okay. Die Granate. Messer. Komm, wir nehmen mal die Granate hier mit. Wie benutzt die überhaupt? Pistole. Vielleicht geht das gar nicht. Ausrüstungstalente. Ach so. Wo sind denn diese Offiziershandschuhe und so? Die haben wir doch... Nein! Was habe ich getan? Nein! Zu den Wertsachen! Das wollte ich doch gar nicht! Nein! Dahin geht meine Rüstung! Ach, guck mal, hier Talentbaum haben wir auch. Meine Güte! Handbuch, Trophäen, sehr gut. Haben wir das erstmal? Toll! Habe ich so gut gemacht, ich bin der Beste, oder? Grandios! Leute, das war die erste Folge Pathway. Wie findet ihr das Spiel? Ich find's cool. Richtig gute Idee. Mehr davon auf jeden Fall kommt, keine Sorge. Wie weit wir spielen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich schon gerne eine Mission mal wenigstens halbwegs durchspielen. Wir gucken mal, ja? Wir sehen's ja dann. Also, das war's von mir. Wie immer, haut rein, Leute. Nicht vergessen, einen Daumen da lassen, ja? Kommentieren bitte. Das hilft ungemein. Oder abonnieren, falls ihr nicht getan habt. Also, adios.